Willkommen Freunde zu diesem Video auf meinem Kanal und zwar stelle ich euch heute meine Sommermodesünden vor, nochmal kurz vorab als Disclaimer. Ich will keinem von euch irgendwie was vorschreiben, was ihr zu tragen habt, was ihr nicht tragen sollt. Das ist einfach meine persönliche Meinung. Falls ihr irgendwas anders seht, Jungs, schreibt es in die Kommentare, wie gesagt, dafür sind sie da. Und ich würde sagen, wir starten dann straight up rein mit der ersten Modesünde. First of all, fangen wir mal ganz klassisch an mit den T-Shirts, beziehungsweise mit den Sachen, die man beim T-Shirt eben gerne mal falsch macht. Und zwar habe ich da zwei Extreme herausgesucht. Und zwar sind es einmal die T-Shirts, die viel zu eng sitzen. Ich sehe so viele Leute rumlaufen mit T-Shirts, die Press auf Press an ihrer Haut kleben. Und ich denke mir immer, yo, Kang, wen willst du beeindrucken? So, wir sind ja nicht im Fitness. Und außerdem denke ich mir auch immer, ist doch sau unbequem so. Und auch wenn man schwitzt, so denke ich mir, kaum, ist doch jetzt nicht nice, wenn man da so ein T-Shirt hat, was so an der Haut klebt. Deshalb, ja, ich bin jemand, ich bevorzuge halt eher so einen weiteren Schnitt. Ich blende euch mal ganz kurz hier ein paar Beispiele ein. Was mir auch immer mega auffällt ist, wenn ich durch meinen ASOS-Feed swipe, also zum Beispiel, wenn ich jetzt T-Shirts suche auf ASOS oder sowas oder auf Zalando, da sehe ich wirklich mega viele T-Shirts mit der Beschreibung super eng oder hauteng geschnittene T-Shirts. Und ich frage mich jedes Mal aufs Neue, yo, wer kauft den Scheiß halt eigentlich? Dann gibt es aber noch das andere Extremum und zwar sind es die T-Shirts, die viel zu weit geschnitten sind. Ich habe da immer so das Bild im Kopf von No Front, aber den jüngeren modebewussten Hypebeasts, die dann irgendwie ein Off-White-T-Shirt haben, was denen fast bis in die Knie reingeht. Und ich denke mir da halt auch immer, yo, Oversized Fit Safe ist eine nice Sache so, aber irgendwo muss es auch eine Grenze geben, deshalb... Für mich das perfekte T-Shirt hat eben längere Ärmel, ist locker geschnitten, aber auch nicht so mega lang. Ich mag es nicht, wenn die T-Shirts so mega lang sind. Ansonsten stecke ich die gerne nochmal in die Hose oder so auf Cropped halt angelehnt. Und ja, das sind so meine beiden Modesünden bei T-Shirts. Und ich sehe wirklich sehr, sehr viele Leute, die quasi da Sachen falsch machen. Und ich denke mir halt einfach immer, yo, kauf halt einfach eine Nummer größer oder eine Nummer kleiner. Machen wir direkt mal weiter mit den Hosen. Und zwar habe ich mir speziell die Jeanshose rausgesucht, beziehungsweise die Jeans-Shorts. Ist eine Sache, die ich im Sommer, mit der ich mich eigentlich fast gar nicht anfreunden kann, bin ich ehrlich. Ich mag es erstens nicht, weil eine Jeans ja relativ warm hält, sag ich jetzt mal. Und im Sommer ist es ja auch warm und man möchte es eben nicht so warm haben. Deshalb bin ich nicht so der Mega-Fan von den Jeans. Und ich finde, es sieht auch jetzt nicht so nice aus, bin ich ehrlich. Zumindest an mir nicht. Was ich aber gar nicht feiere dann bei den Jeans-Shorts, ich denke mal, ihr kennt es alle. Vor allem bei Typen, wenn da noch die Mega-Löcher vorne drin sind. Und dann denke ich mir immer nur, yo, chill doch so. Und ja, so kurze Jeans-Shorts sind jetzt nicht so mein Ding. Vor allem auch nicht, wenn die dann so eng geschnitten sind. Das ist nämlich halt auch mega unbequem. Und vor allem für alle, die noch zur Schule gehen, so wie ich, so denke ich mir auch immer, Jungs, fuckt euch das nicht ab, wenn ihr dann an den Stühlen so klebt mit der Hose oder sowas. Deshalb, ja, Jeans-Shorts sind nicht so mega mein Ding. Aber, Jungs, ich habe mir einige Shorts gekauft, deshalb im nächsten Video werdet ihr auf jeden Fall einige Alternativen sehen. Zumindest die meiner Meinung nach besser aussehen. Und auch nicht teuer sind, deshalb auch seid auf jeden Fall gespannt. Beziehungsweise schaut mal hier oben mein Shorts-Video an. Ich habe schon die besten Sommershorts vorgestellt. Und ja, falls ihr auf der Suche seid, Jungs, da sind nice Sachen dabei. Die nächste Modesünde ist eine Sache, die ich schon mal vorgestellt habe in meinem letzten Modesünden-Video. Und zwar sind es eben mal wieder die Socken. Ich will gar nicht auf die Thematik einsehen mit Crossbranding, weil ich das auch nicht so streng sehe, bin ich ganz ehrlich. Aber was ich gar nicht feiere, ist zum Beispiel, wenn man Socken anhat, die eben schwarz sind und auf einem weißen Sneaker. Andersrum finde ich, ist es nicht ganz so schlimm. So, wenn man zum Beispiel jetzt Tennissocken anhat, auf den Vans oder so weiter, das sind ja auch so weiße Applikationen. Das geht meiner Meinung nach echt gut klar. Sieht auch manchmal ganz feier eigentlich aus, muss ich sagen. Aber also meine Vorstellung ist immer, diese schwarzen Adidas Tennissocken auf die Air Force One. Und vor allem, ich bin jemand, ich laufe im Sommer fast nur mit Tennissocken rum. Schreibt auf jeden Fall in die Kommentare, wie ihr das macht. Also ich bin auch kein Fan von diesen knöchelhohen Socken, beziehungsweise den ganz tiefen. Ich mag es halt einfach, wenn man die Tennissocken anhat und ich finde, im Sommer ist es auch ein cooles Detail. Und ja, deshalb, Jungs, kauft euch einfach ein 10er-Pack weiße Socken, 10er-Pack schwarze Socken und dann zieht die halt immer passend an. Also ich denke mal, das sollte eigentlich nicht das größte Problem sein. Kommen wir mal zur letzten Modesünde und es ist jetzt eigentlich keine Modesünde, es ist einfach nur so eine Sache, die mich ein bisschen abfuckt, sage ich jetzt mal. Ich meine, wir kennen alle so den einen Freund, der gefühlt immer nur schwarz trägt und ja, in meiner Meinung nach, so im Sommer, so man ist so gut gelaunt, gut jetzt 2020, bisschen Krise, wollen wir aber nicht drauf eingehen. Normalerweise, man ist immer gut gelaunt, so das Wetter ist top, man trifft sich mit Freunden und deshalb finde ich, kann man auch einfach mal was Farbenfrohes dann anziehen so und ist auch, finde ich, auch was Cooles, dann mal was Ausgefallenes anzuhaben. Deshalb nutzt den Sommer, zieht mal was Buntes an und auch wenn Schwarz natürlich eine nice Farbe ist, Jungs, traut euch einfach mal was anderes anzuziehen und ja,
Das ist mein Wort zum Sonntag und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Haut rein, schreibt in die Kommentare, wie ihr eben mit den Modesünden übereinstimmt oder eben auch nicht. Und da würde ich sagen, Jungs, das war's im Video. Haut rein und Peace.